Hallo und herzlich willkommen zu Meinespresso TV. Tatsächlich zeigt der Sommer sich noch einmal von der schönen Seite. Die Sonnenstrahlen scheinen gerade aktuell auf mich herab. Und was liegt da näher als am heutigen Buchtipptag den Roman von Adalbert Stifter, Der Nachsommer, zu empfehlen. Der Nachsommer, dieses Buch empfehle ich nicht nur wegen seiner Unterhaltsamkeit und seiner angenehmen Lesbarkeit, sondern gerade für Menschen, die sich jetzt im Bereich Public Speaking oder Vortragsreden entsprechend präparieren möchten und an ihrer Stimme arbeiten möchten, die können dieses Buch oder können sich eine Seite aus diesem Buch jeden Tag vornehmen und diese zum Beispiel morgens, damit die Stimme warm und locker wird, laut vorlesen. Das bringt zunächst einmal Bewusstsein für die eigene Stimme, also wie klingt das, wie höre ich mich gerade, und macht die Stimme auch für andere noch angenehmer, noch schöner. Der Vorteil an der Nachsommer ist, dass es ein Buch ist, das eine sehr blumige, eine sehr bunte Sprache hat, die wirklich schöne Bilder im Kopf des Zuhörers malt. Das ist eben dann auch noch ein schöner Nebeneffekt. Unbewusst wird gleich auch noch die Strategie mitgelernt, wie erzeuge ich schöne Bilder im Kopf meiner Zuhörer. Dies als Buchtipp für heute. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle schon wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.